Toll. Lauf jetzt nicht hin. Bis ich dort bin, bombt er mich weg. Schon besser. Ich habe keine Zeit mehr zum Erholen. Komm her, gib ihm. Oh, komm, komm. Machen wir halt so. Oh, hallo, wichtig. So, was haben wir hier? Kein Platz. Ah, was kann ich jetzt schon wieder nicht mitnehmen? Oh. Halt. Weggehen. Inventare. Modifikationen. Keine grünen mehr. Mit. Was haben wir hier noch? So, die werde ich jetzt auch gleich nicht unterkriegen hier. Sag ich doch. Hi ho, Bandflosse, na, wie geht's dir? So. Dann nehmen wir die mit. Und hier. Lakuliert, ich wäre mit der Werbung vorsichtig, mit anderen Leuten, das ist in keinem Chat gern gesehen. Aber dennoch viel Spaß und keine Ursache. Machen wir denn nur als nächstes? Das haben wir abgehandelt. Ah, hier haben wir noch eine Blume. So ist hier hinten nichts drin, außer einer Blume. Aber gut. Da hinten, dann können wir ja jetzt eigentlich hier durchgehen, oder? Sollte uns ja jetzt nichts mehr wehtun. Oh, dann können wir hier auch noch gleich noch. Oh. Glaube ich, krieg die letzte Fuchshaut nicht. Oh, suchst noch im Horizon alle Notizen und Audio und so mit dem Fokus. Dann viel Spaß. Hallo Baby. Also ich bin auch, wir haben gestern die Story durch.
Und bin jetzt auch nur noch hier, so die Sammelsachen hole ich noch. Die Panoramen, Lagerfeuer, die ich dabei, wo ich vorbeilaufe. Die Banditenlager habe ich noch gemacht, die verdorbenen Zonen machen wir gerade noch. Und nachher kommt noch die Brutstätte hier unten. Sonnenfels. Ah, genau, die müssen wir noch machen. Jagen für die Loge haben wir schon. Da müssen wir die Trophäen noch zurückbringen. Ja, das war's dann. So, wie komme ich jetzt darüber? Ja, schon, ich muss da rumlaufen, ne? Und alles andere so, das mache ich dann. Ich werde dann auch privat noch ein paar Notizen suchen. Ja, hier und da mal, aber das im Stream, das ist einfach nur todlangweilig. Das mache ich dann so zwischendrin vielleicht mal. Ui. Ach, da kommen wir runter. Ich schürf mir alles auf. Die Rüstung habe ich noch nicht, ne. Mir fehlen noch zwei Energiezellen. Und Schmein, es hat ja so auch ganz gut geklappt, also. War sogar richtig erstaunt, weil... First Try. Bin aufs erste Mal durchs Ende gelaufen, nicht einmal gestorben. Würde... okay, ich glaube, das wird nichts. Jetzt hat er erwischt. Ey. Na, euch hole ich gleich. Wobei man auch dazu sagen muss, ganz klar, ne, also ich spiele auf normal, also. Aber. Wobei ja dieser. Aber wie hieß der? Totenbringer? Oder Todbringer? Ah, da ist er doch rein. Rapschen raus.
Metallblume Modell 2H. Ich schlummerte an diesem Frühlingsmorgen und versäumte die Dämmerung. Von überall her hörte ich die Schreie der Vögel. In jener Nacht erklang die Melodie von Windregen. Wer weiß, wie viele Blütenblätter gefallen sind. In Ruhe da drüben. Okay, mach ich. Genau, was wollte ich gerade sagen? Der Todbringer, oder wie die da heißen, diese fetten Kampfmaschinen, der da quasi das über Brücken beschützt. Weiß nicht, ich glaube auf die letzten 2-3 Sekunden habe ich ihn gekillt gekriegt. Also das war wirklich on point. Für mich. So, sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Und dann haben wir gesagt, irgendwo hier herüben war noch ein Lagerfeuer. Da vorbei und gut jetzt. Geht doch. War bei dir auch so auf schwer, hat es nur noch 40 Sekunden. Da ist ein Unterschied zwischen 2-3 Sekunden und 40 Sekunden, ne? Und ich habe auf normal gespielt. So, von dem her würde ich sagen, warst du besser. Hey. So, da fallen wir mal lieber nicht runter. Genau, da wollten wir rüber. Mal gucken, was das da drüben ist. Da waren wir noch gar nicht. Freund oder Feind? Die interessieren sich gar nicht für uns. Die Frage, Freund oder Feind? Noch sehen wir gar nichts. Weil da ist ein Lagerfeuer drin, also müsste ja eigentlich Freund sein. Da Feuer entdeckt. Also ganz majestätisch hier. Sieht ja schon echt geil aus. So, jetzt haben wir gesagt. Hier ist ein Panorama.
Würde aber mal behaupten, ich komme so hier eventuell. Weil ich da fast sagen würde, dass es von hier unten gescheiter ist. Hast du ihn auch nur mit Minen und Sprengrad angegriffen? Denkst nicht, dass du mit Pfeilen geschafft hättest? Also ich habe wirklich Pfeile, ich habe Bomben geschmissen, alles mögliche. Wobei Sprengrad habe ich keinen benutzt. Glaube ich. So. Sonnenfels. Ah, hier müssen wir Gavin finden. Okay. Bin gerade tatsächlich am Überlegen. Kommen wir hier? Könnten wir hier uns irgendwie abseilen? Natürlich am einfachsten, wenn man hier irgendwie runter käme. Das sollte doch machbar sein hier. Na, klappt doch wunderbar hier. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. So. Und darf Aloy mal bitte schwimmen? Darf sie sich mal abkühlen? Kleine Hitzkopf. Habe ich die jetzt eigentlich markiert? Nee, natürlich nicht. Mal bitte übersetzen. So, kommen wir da hoch? Sollte sich eigentlich ausgehen, ne? So. Ach, komm schon. Aber nicht so rum. Spring hoch da. Na, geht doch. Okay. Geht's hier rüber? Ich würde mal sagen, wir müssen da hoch. Bin ich gerade schon wieder blind, oder? Ja, bin ich. Und da sind wir. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Na, das kann ich jetzt schon wieder mitnehmen. Also. Tag 11. Ich kam hierher, um zu sterben.
Aber anstatt mir in Wyatts Hütte eine Überdosis zu verpassen, ging ich im Wasser spazieren. Ich stand genau hier, als mir die Idee kam. Und in diesem Moment wusste ich, ich muss es tun. Muss es tun? Alles klar. Wenn er das tun musste, dann kann man natürlich nichts machen. Keine Ahnung, was er tun musste, aber er musste es tun. Oh, jetzt zieht gerade so angenehme frische Luft rein. So, wo machen wir denn nun weiter? Hier haben wir noch ein Lagerfeuer. Welche Quest haben wir eigentlich aktiv? Jagen für die Loge. Okay, dann könnten wir uns jetzt dahin machen und dann... Geschmack des Abseilen irgendwie voll. Sind wir ein bisschen sneaky. Ja, mit den Schnappodil mit Immersion nicht anlegen. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Ja, Aloy ist nicht das erste Mal. So ein Gobbel. Nimm doch nur die Ruhe. Aua, Mensch, jetzt. Ah, oh, Aloy, lauf doch. Wir gehen mal wieder auf Tauchstation. Ist jetzt wieder Ruhe, schön. Jetzt muss ich hier wieder Blümchen pflücken. Das werde ich noch brauchen. Okay, einfach da entlang. Machen wir. Wenn der Routenplanung das sagt, dann machen wir das. Oh, noch mehr Schnappodil. Solange sie nicht angreifen, ist alles gut. Ah, okay.
Hier rum und dann darüber. Ich muss natürlich voll reinrennen. Lauf! Ach, war das hier nicht der Canyon mit den Banditen? Nö. Och, das war hier. Ich sehe was. Du siehst gar nichts. So hastig. Was denn jetzt? Ich bin gar nicht da. Einfach weitergehen. Genau, Aloy. Einfach weitergehen. Hammer. Hä? Hi ho, Kuni, na, wie geht's dir? Geben wir mal da mal der Quest ab. Mal gucken, was der Jagdlose dann von uns mag. Reit doch mal schneller hier. Bin ich jetzt Fuß schneller? Ich will hier keine Unfälle riskieren. Ich steig lieber ab. Ganz gut, schön, schön. Oh, mir geht's soweit auch. Es ist schweinewarm, aber ansonsten. So, was haben wir denn hier gegen Scherben? Hier haben wir 5. Hier haben wir 5. Ich brauche die komischen Umtauschhändler wieder, ey, bis ich die wieder gefunden habe, ey. Und was hast du so getrieben, Kuni? Wie geht's denn deinem Bienenstich? Wow, haben wir viele Zünder. Hast den Tag genossen und der Bienenstich geht's wieder gut, ja, das ist die Hauptsache. Selbst wie war mein Tag? Bin aufgestanden. Ich habe ein paar Sachen für den Stream gemacht. Habe auf Essen gewartet und habe gestreamt. Und gab mega lecker Essen heute. Und da werde ich mir sogar nach dem Stream nochmal was genehmigen von. Habt ihr gleich Fresser. Jeder braucht einen Farbdruck beim Leben. Komm, lass uns durch. Hier hoch geht's. Wusste ich doch, dass hier rein geht. So.
Schwierig. Über Rotschlund. Bericht über Rotschlund 1. Was gab's denn? Nudeln mit Salat. Wie nennt sich das Fleischding? Oh, Putenfleisch mit Sahne Rahmsoße. Oder Sahnesoße oder wie war das? Paprika. Ah, Paprikasahne. Mega lecker auf jeden Fall. Der Bericht über Rotschlund, aufgezeichnet durch den wissbegierigen Jan D. Niemann, ansässiger Historiker der Jägerloge. Es ist weiterhin bekannt, dass Fakten im Laufe der Zeit zu Dichtungen werden, wenn sie als Erinnerungen verblassen. Und selbst neue Fakten überdauern nur kurz unter den Gerüchten und Legenden des Südens. Dies trifft besonders im Falle von Rotschlund zu. Dem schrecklichsten aller Donnerkiefer. Eine Maschine, die nur als legendär bezeichnet werden kann. Wenige, die ihn erblickten, überlebten dies und noch wenigeren darunter kann man trauen, ihre Geschichten nicht auszuschmücken. Gleichwohl ist es hier mein Bestreben, all die Untaten, die der Bestie zugeschrieben werden, wahrheitsgemäß aufzuzeichnen und ebenso all die Expeditionen, die diese Untaten ein für alle Mal zu beenden suchten. Keine von ihnen war erfolgreich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts streunt der Schrecken des Südens noch immer frei herum. Vielleicht mit ein paar Narben, doch noch genauso tödlich wie an dem Tag, an dem die Sonne zum ersten Mal auf seinen gepanzerten Körper schien. Zu Beginn des Frühlings des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran wurde ein Anwesen nahe der Fluthände zerstört. 9 Leichen wurden geborgen, 8 durchlöchert von Kanonen, eine vollkommen zerquetscht. Keine Zeugen überlebten. Obwohl es nie bewiesen wurde, wird gemeinhin vermutet, dass dies Rotschlunds erster Angriff war. Im späten Frühling des 18. Jahres der Herrschaft von Sonnenkönig Jiran begab sich eine Expedition aus 4 Jägern von Sonnenfels aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die Zerstörung des Anwesens verantwortlich waren. Keiner kehrte zurück. Ihre Leichen wurden später im Süden gefunden, 3 in die Luft gesprengt, eine zertrampelt. Nie bewiesen, doch Rotschlund zugeschrieben. Im frühen Sommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine Expedition aus 6 Söldnern von Meridian aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die oben beschriebenen Verluste verantwortlich waren. Einer kehrte zurück, die Rippen zerquetscht, das Schlüsselbein gebrochen. Er sprach von einem Donnerkiefer, der mit einem einzigen Biss einen Menschen zweiteilen konnte. Dies ist die erste bestätigte Sichtung der legendären Maschine, durch die sie auch ihren Namen erhielt. Boah, da müsst ihr auch was abhaben. Alles meins, Kuni. Im Spätsommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine 8-köpfige Expedition von Meridian aus auf die Jagd nach Rotschlund. Keiner kehrte zurück. 6 Leichen wurden in der Nähe von Schwarzschwingen stumpf gefunden, eine in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 ausgeweidet. Einer erstickte an der eigenen Zunge, offenbar ausgelöst durch einen Krampf in Todesangst. Im Herbst des 18. Jahres seiner Herrschaft befahl Sonnenkönig Jiran der Jägerloge eine Expedition in den Süden auszusenden, um Rotschlund aufzuspüren. Nach mehreren logischen Verzögerungen zogen im Winter 3 Habichte und 3 Drosseln aus, nur 2 kehrten zurück und berichteten vom Tod der anderen, 2 in die Luft gesprengt, einer zertrampelt, einer enthauptet. Die Überlebenden wurden für ihre Feigheit geopfert, einer von einem Sägezahn zerrissen, der andere von Falken aufgespießt. Nach diesem Rückschlag wurden die Mitglieder der Loge vorsichtig und nur die stolzesten Habichte zogen überhaupt in Betracht, sich auf die Jagd nach dem legendären Donnerkiefer zu begeben. Anwärter für die Loge jedoch, töricht in ihrem Ehrgeiz, beteiligten sich bereitwillig an weiteren Jagden. Im Sommer des 19. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran
wurde das Interesse an Rotschlund durch die Vernichtung einer Karawane südlich der Spornfelsen, 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, 1 verbrannt, neu entfacht. 3 Expeditionen mit insgesamt 15 Söldnern verfolgten die Maschine. Doch es gab nur 3 Überlebende, 9 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 ausgeweidet, 1 verflüssigt. Zu Beginn des Frühlings des 20. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine Kohorte aus 12 Soldaten, die von den Regenfängen zur Flamme reiste, auf die Fährte der Bestie. Nur 1 überlebte, 1 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt, 10 zerquetscht, als ihre eilige Flucht eine Lawine auslöste. Im späten Frühling des 20. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begaben sich 3 Kohorten mit insgesamt 34 Mann auf die Suche nach Rotschlund. Leider wurden sie jedoch von Pirschern überfallen und nur 4 überlebten. 24 erschossen, 6 gesprengt. Verständlicherweise setzte dieser Vorfall der Jagd auf Rotschlund für einige Zeit ein Ende. Im Sommer des ersten Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Awad wurde eine Gruppe von 6 Osaram-Händlern von der Bestie angegriffen, 1 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 1 in eine Schlucht geworfen. Der einzige Überlebende ersuchte Hauptmann Ersa darum, die Garde auf das Monster anzusetzen, doch sein Wunsch wurde ihm verwehrt. In Folge wurden jedoch 3 zusätzliche Expeditionen aus Söldnern und Logenanwärtern ausgesendet. Herbst 7 Mann, 2 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 1 fiel in seinen eigenen Speer, 1 Überlebender. Winter 9 Mann, 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, 2 erfroren, 2 Überlebende. Frühling 11 Mann, 5 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt, 3 wählten den Rückzug über den Rand einer Klippe, 2 Überlebende. Die letzte überlieferte Sichtung von Rotschlund gab es im Frühling des 3. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Awad. Tarkas, Habich der Loge, erhielt Nachricht von einer Sichtung nahe Donnerkopf und brach auf, um sich der Bestie selbst zu stellen. Seine Drossel, Talana, erreichte den Kampfschauplatz zu spät, gerade als Tarkas seinen Verletzungen erlag. Mehrere Stichwunden. Talana bezeugte, dass sich Rotschlund in den Wald zurückzog und sie den Speer ihres Mentors sehen konnte, der hinter einer Haut steckte. Haben wir die letztes Mal echt übersehen? Hey, ich meine die Glyphe. Okay, sonst scheint es hier nichts zu geben. Hier noch irgendwelche Glüten? Da hinten haben wir noch welche. Das war ja lang zum Lesen, ja. Legendäre Jagden. Das ist sicher auch so ein Riesenteil. Legendäre Jagden der Loge. Im Sommer des 4. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Marzid begab es sich, dass Farukawa, Sonnenhabich der Loge, eine Herde von Grasern erblickte, die so gewaltig war, dass sie das gesamte Tal unterhalb des Waldrücks füllte. Sein Bogen war an diesem Tag eine Harfe, die von der Mittagszeit bis zur Dämmerung die Melodie der Jagd erklingen ließ. Danach konnte im Tal nicht ein Schritt getan werden, ohne über ein Geweih der Erlegten zu fallen. Alle 7 Habichte und alle 7 Drosseln waren nötig, um die Trophäen anzubringen. Und durch den Handel mit der Beute konnte der letzte Flügel der Loge errichtet werden. Im Winter des 7. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Hivas begab es sich, dass Darusif Habicht der Loge einer Herde von Tramplern aus dem Sand Flüstertal bis zu den Ausläufern des Bleichkamms folgte. Bomben aus seiner Schleuder fielen wie Hagelkörner und ließen seine Beute sowie die Wasser der Furt gefrieren, während die anderen zu Statuen aus Eis erstarrt waren. Lenkte Hivas seinen Blick auf den größten von ihnen, blieb seinen Speer zwischen seine Panzer und holte sich seine Trophäe, bevor sich die übrigen auch nur regen konnten.
Im Frühling des dritten Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran, als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab es sich, dass Kuwam, Habicht der Loge, dem Ruf des Präfekten des Tagturms Folge leistete, die geheimnisvolle Kreatur zu erlegen, die seine Kohorte in Stücke gerissen hatte. 4 Tage und 4 Nächte folgte er der Spur seiner Beute durch den wilden Osten, bevor das Monstrum sich zeigte, stark wie ein Schnappmaul und schnell wie ein Läufer. Vom Anbruch der Dämmerung bis Mitternacht tobte der Kampf, doch Kuwam errang schließlich den Sieg mit schwerem Verlust. Sein linker Arm bis zum Gelenk zerfleischt, so gab er der Bestie den Namen Sägezahn, als er seine Trophäe aus den zerschmetterten Überresten barg. Im Herbst des 8. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran, als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab es sich, dass Galidit, Habicht der Loge, dem schimmernden Tod, der die südlichen Ländereien heimsuchte, in die Dschungel des Juwels folgte. Unter dem verschworenen Blätterdach wurde der Jäger zum Gejagten. In dem Schatten erblickte er immer mehr der unheimlichen Lichter, bis er von Maschinen umringt war, denen er den Namen Pirscher gab. Seine Flucht durch das Dickicht bis in die Sicherheit der Flamme war lang, doch auf dem Weg richtete er seinen Bogen auf seine Verfolger und wurde der Erste, der eine Trophäe von jenen erlangte, die in den schimmernden Schatten schreiten. Im Sommer des 13. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran, als die Maschinen der Wildnis immer zügelloser wurden, begab es sich, dass Aziz, Habicht der Loge, es wagte, den Pfad aus zerborsteten Bäumen zu betreten und der Spur des schrecklichen Dings zu folgen, das die Ländereien von Morgenlicht verwüstet hatte. So wurde er der Erste, der sich der Macht des Donnerkiefers stellte, der größten Maschine, die auf Erden wandelt. Mit Speer, Bomben und Pfeilen kämpfte der tapfere Aziz vergeblich. Mit Speer, Bomben und Pfeilen kämpfte der tapfere Aziz vergeblich und triumphierte erst, als er die Kanonen des schrecklichen Geschöpfes gegen es selbst zu richten vermochte. Der Kadaver hängt nun für alle sichtbar in der Loge, als Heiligtum bewahrt, das sein Fall den Habicht zum Sonnenhabicht machte. Ah. Ich bin noch müder als sonst. Ich hätte mehr frühstücken sollen. Ach, das war eine lange. Das Baby hat die ganze Zeit geschrien. Das da eigentlich. Ist hier doch so ein Dingsbums. Da hinten haben wir noch eine Vorratskiste. Die ist da draußen. Haben wir jetzt alle Glyphen? Glaub, oder? Da geht's raus. Auslieferung steckt. Die Osseram halten schließlich zusammen. Ich dachte, Sonnenkönig Avad würde nur Däubchen sehen. So. Aber er hat mit Hilfe seiner Spione den Prinz befreit. Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen für den Sonnenhabicht der Loge. 3 Sägezähne, 2 Verwüster und dazu ein Pirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Ich habe sie erlegt, selbst. Wirst du sie annehmen? Gut, ja, ich nehme sie. Aber sag Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will. Auftrag abgeschlossen.
Neue Nebenquest, Jägersitz. Talana hat einen Vertrag der Jägerloge angenommen, den Aziz abgelehnt hat. Einem Dorf zu helfen, das ständig von Maschinen angegriffen wird. Was könnte die Angriffe verursachen? Rede mit Talana. Ich hoffe jetzt aber mal, dass das keine Endlos-Quests sind. Niemand soll sagen, dass die Karte nur herumhängt. Die Sonne ist unser Ziel. Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Aziz, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus. Okay. Ich will eigentlich keine anderen Kaja. Du willst helfen? Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Grauhabig da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Aziz sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. So, wo ist denn das? Echt jetzt? So. Mal dahin. Okay, wo geht's hier runter? Was? Deine Katze macht dich fertig? Wieso? Was macht sie denn? So. Die Cam wieder anmachen, ne? Okay. Wo geht's hier runter? Kräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Ja, nerv nicht. Also, wir brauchen ja hier erstmal. Bessere Waren findest du nirgends. Zurück aus der Wildnis? Hast du Banuk-Relikte? Fertig? Lass uns handeln. Jawohl, zwei können wir schon mal. Eine Banuk fehlt uns noch. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Entschuldigung, so. Fremde. Ich suche nach Banuk. Was hast du denn hier? Was? Die brauche ich nicht. Und denn die anderen? Ich habe nie Dinge. Spione haben Prinz Itamen aus Sonnenfall befreit. Nur weil es ihm nicht. Wir waren doch noch zwei Spezialhändler. Wo sind die denn? Wenn ihr mitten im Getümmel die Vorräte ausgeht. König umzubringen. So, einmal aufstocken. Wow. Sie will raus, aber wir sind ja vor ein paar Wochen ausgezogen. Und jetzt will er raus, aber wenn wir ihn rauslassen, rennt er wieder zurück zum alten Haus. Oh, das ist schlecht, ja. Heißt, er muss sich noch an die neue Umgebung gewöhnen. Oh, weißt du, dass man da nicht einfach draufbleiben kann, ey.
fertiges Fleischstück. Nehme ich jetzt mal, weil Schlagstein. Oh, lalalala. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ja, und ansonsten? Jetzt maul er dich ständig an. So, leuchtendes Geflecht. Mysteriöse Kiste. Inventar. 81 wieder. Ist nice. Prinz Itamen ist gesund und wohnt in Meridian. Die Schattenkarte haben. Okay. So. Aber ja, ich kenne das.